Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Empyrion Galactic Survival. Ich bin der Onkel und meine lieben Mitrenner ist der Revalo. Ja, oh, hi, ich grüße dich. Oh Gott, ich habe gerade ein Problem. Der zwei Sonnen. Gabax. Jo, alle Leute. Gabaco. Ich sehe gerade zwei Drohnen auf uns zufliegen. Ja, hier bin ich gerade in unserer Basis. Nee, bin ich jetzt gerade, war ich jetzt. Ach. Stimmt, dann warte doch einfach mal ein bisschen, bis du tot bist, und dann ziehen die sich zurück. Das ist doch eine gute Idee gewesen. Mal einfach. Ja. Das Ding ist, ich muss verhungern dafür. Und das versuche ich gerade die ganze Zeit, aber das ist gar nicht so einfach zu verhungern, wenn man sterben. Weil 70 funktioniert. Was greift mich denn jetzt schon wieder an hier? Ich könnte so kotzen, das gibt's doch gar nicht. Jetzt sind die scheiß Drohnen weg, jetzt kommt so eine verfickte Blume und. Ich kann es auf, was soll die Scheiße denn? Verpiss dich! Die Killerblume ist das. Meine Fresse, die Drohnen sind weg. Die Drohnen sind weg und jetzt kommen die scheiß Pusteblume. Was ich, was das ist. Ah, oh, der hat mich gelasert mit seinem Lümmel. Mann. So. Gelasert mit seinem Lümmel. Oh, mein Leute. Oh, ich muss an meine Kiste ran. Ich will den Gabax aus dem Knast holen. Der Knastplayer. Ja, ich komme auch gleich aus dem Knast holen, meine Freunde, weil ich... Ist mir zu egal. Der hat mich schon wieder abgeborgt. Ey, zwei Schuss. Ich mach das Ding kaputt. Geht mir am Sack. Ich wollte es ja eigentlich leben lassen, damit es Löcher in die Wand ballert, aber. Naja, solange ich hier im Knast sitze, kann ich was lernen. Und zwar im Technikbaum. Bis ich ein paar Wissen. Boah, da unten sind drei. Bücher. Drei Männer sind da unten. Drei Alien-Männer. Und die ballern auf mich mit MG75. Alien-Männer. Okay. Das sind Alien-Männer. Gabax, da sind Alien-Männer. Ja, oh, ich bin auch im Knast. Oh, das ist nein. Ernsthaft. Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Oh, ja, warte, hier ist aber du eine bist, Tür. Du bist im anderen Zellblock, okay. Oh mein Gott, okay, dann oder bist du unter mir? Brauche. Tatsächlich, wir sind im Knast. Okay, meine lieben Freunde, da wisst ihr, was jetzt passiert. Ich brauche. Ja, das kommt davon, wenn man versucht, die Waffenfabrik anzugreifen. Dann wird man einfach prompt in den Knast gesteckt. Achso, du hast aber auch eine Tür auf deiner Seite, ne? Ja, aber da komme ich nicht rein, durch, weil das nicht meine Fraktion ist. Welche Taste war das nochmal zum. Das war F, aber das bringt ja nichts, weil da steht falsche Fraktion oder kein Kern von. Also, ne? Das Lustige an der ganzen Sache ist, ich bin das erste Mal in so einem scheiß Let's Play. Mit so einem kanalübergreifenden Zeug bin ich das erste Mal der Einzige, der das interessantere Material hat, wie die anderen. Sonst aber bin ich der da immer kotzt. Weil ich irgendwo. Ja, und wir sitzen jetzt im Zellenblock und. Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich gerade Suizid gemacht und ich bin rausgekommen. Ich kann keinen Suizid machen, bei mir funktioniert das nicht. Ich bin rausgekommen. Ja, warum nicht? Warum keine funktioniert Ahnung. Das bei dir, bei mir weil, nicht? Weil wenn ich okay drücke, dann passiert nichts. Ja, bei mir schon, der hat sich gerade hingeworfen und ich bin jetzt wieder draußen. Mano! Warum geht das bei mir nicht? Aus dem Knast suizidet. So kann man auch rauskommen, ne, meine lieben Freunde. Einfach Selbstmord begehen. Nimm die Gabel. Nein! Jetzt werde ich wieder. Nein, jetzt wieder tot. Jetzt werde ich wieder Suizid geknastet, werde ich jetzt. Ich will doch einfach nur raus. So, liebe Freunde, ich werde mir jetzt hier Munition basteln und ich werde zurückkommen und die rächen. Oh, ich werde alles rächen. Ich werde jetzt nur Munition in die Pistole mitnehmen. Sonst nix. Und da schießt du wieder was. And come return to fight. Okay, da war nicht gut. Es gibt, sehe ich gerade, neue Kraftstoffzellen. Ah, ich glaube, ich habe einen Weg reingeballert. Hydrogen-Kraftstoffzellen noch für später, die nicht aus Promethium sind, sondern aus Hydrogen. Wahrscheinlich von einem anderen Planeten. Hydrogen. Mehr Energie liefern. Die haben nämlich einen höheren Brenngehalt. Ah, nee, die haben einen niedrigeren Brenngehalt. Oh. Aber warum das? Oh, Leute. Oh mein Gott. Oh, und eine, so die mehr. Oh, Alter, Kraftstoff, groß. Und Mädchen. Ey, Leute, reißt euch mal zusammen, ey. Ohne Witz. Ohne Witz. So, ohne Witz. Ich ja, hänge ich immer noch fest. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden zu dir. Ja, das ist gut. Dann befreie ich. Ich glaube, ich bin nämlich immer noch hier im. Oder bin ich jetzt im falschen Knast gehüpft? Weil ich bin irgendwie noch im Zellenblock D hier und verrecke langsam. Ich bin langsam. Ja auch im Zellenblock Destruction Derby. No. Ich will doch einfach nur da rein jetzt. Oh, das ist der Saft schon wieder alle. Warum ist irgendwie, keine Ahnung, kann ich nicht hüpf erkennen. Hüpf rein, was passiert da, was passiert aber da? Schlau, Gerstin. Ja, ich bin drin, ich bin irgendwo. Was ist das, ein Fahrstuhl? Ich geh runter!
Bumm geht ja nicht runter. Ich fände es aber trotzdem schlau, dieses Dings mitzunehmen, wa? Das Zerlegewerkzeug. Ach, das ist doch jetzt scheiße. Was ist denn da los? Mhm. Da kann ich die Munition, ja, das ist klar, da konnte ich die Munition ja sparen. Aber das Problem ist. Weiß einer, wie dass, wenn ich sterbe, ich wieder benutze? Hier. Ja, mit einem Hebel. Ach, hochhüpfen. Nee, einfach bitte was? Hoch. Einfach ja, hochhüpfen. Jetzt drücke ich, aber der geht nicht. Achso, Jetpack. Jetpack aus. Ah. Ah. Geht das dann? Nee. Der will immer noch nicht. Aber ich muss sagen, die haben hier sehr geräumig große Zellen. Mhm. Also ich habe hier richtig viel Platz zum Laufen. Ich kann hier drin joggen. Das Problem ist... Volk. Aber ich komme nicht runter, mein Freund. Ich komme nicht runter. Ich kann nicht rein hier. Habt ihr denn alle überhaupt keine Munition mehr? Doch. Meine Munition liegt vor dem Zellenblock. Mein Problem ist, dass ich nicht... Das hätte ich mich wahrscheinlich schon freigeschossen. Kann leider nicht... Aber ich meine, ist ja klar, die lassen ja niemanden in die Zelle mit Waffen. Das wäre ja unlogisch. Naja. Alter, was explodiert denn da schon wieder? Ja, die oh, da ist schon wieder eine Drohne. Ja, ich hab's nur ermitteln. Nein! Mann, direkt vor dem Ding. Mann, da geht mir so am Sack, vor die Schweine. Vor dem Ding, meine Damen und Herren. Mann, ey, erstmal kannst du den Fahrstuhl nicht benutzen, das ist noch nicht ausgereift. Und dann wollte ich gerade da rein. Geht nicht, ich hab gedacht. Bei mir steht hier so ein Alien-Typ genau mitten komm, auf der bei dir funktioniert der, noch nicht mal so ziehen. Du kannst doch nicht mal selbst mal machen. Das geht einfach nicht. Nee, Ich habe was gefunden, mein Freund. Meine Frau hat so einen Überlebenswillen, dass sie sich nicht selber umbringt. Bin im Raumschiff drin. Okay, jetzt muss ich mal schnell gucken, vielleicht. Ich habe jetzt noch 25 Leben. Ja. Nahrung, meine ich. Oh Gott. Kommt ja fast aufs Gleiche. Oh mein Gott, wo bin ich? Wo bin ich hier? Wo bin ich? Wer bin ich? Gabax, siehst du mich? Gabax, siehst du mich? Nein. Gabax, du musst doch mal irgendwo sein hier. So. Ich seh dich nicht. Ich komme jetzt zu euch zurück, meine lieben Freunde. Ich bin jetzt mit Munition beladen. Mann, hab zwar nur die Hälfte Energie, scheißen Dreck. Warte mal, ich kann ja vielleicht mal noch was mitnehmen. Ich muss noch mal was bauen. Ich war jetzt in dem Lager. Also bis du hier bist, Onkel, bin ich tot. Ja, tut mir leid, ich muss mich erstmal vorbereiten. Das war mir jetzt, Ich versuche mal noch Gabax zu retten, meine lieben Freunde. Was aber ist das gesehen, hier eigentlich? Hier funktioniert gar nichts an. Ja, aber es bringt ja nichts, Gabax zu retten ohne Ausrüstung. Ja, ich will nur rausholen, zumindest die Tür aufmachen. Ich hatte ja alles dabei. Jetzt ist meine Ausrüstung, liegt jetzt im Knast drin. Siehst du? Super. Was ist hinter dir? Schießt einer. Ja, ansonsten nur, ist einfach meine Ausrüstung, die hinter dir gerade war. Nicht nur hinter mir, die liegen überall. Die Kadaverkörper hier, ey, Wahnsinn. Ja, eine Drohne. Ich hab, oh Mann, ey, die sind doch so äußerst aggressiv, ey. Ich hab denen gar nichts getan, ey. Nur weil ich hier mit einer Raumrüstung langlatsche und auf die geschossen hab, sind die jetzt so nervös oder was? Ja, natürlich. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Die sollten freudestrahlend sein, wenn ich die mit Blei fülle. Ja, die sollten sagen, lang, Rivano. It's the heart, like stung. Da. Ach, jetzt kommen die Werbullen noch. Jetzt kommen die Werbullen wieder. Oh nein, die ganze Familie, Familie kommt hier. Die Schweinebullen, die Heckenschützen. Die ich kann auch keinen Nahkampf. Nein, ich gucke ihn nur an. Hey, du kannst ja nicht treffen. So, ich, weißt du, so. Oh, erschossen. Alter, ich bin bestimmt schon 30 Mal gestorben. Ist das geil, liebe Leute? Ich bin der Mr. Dead, der Gabax ist Mr. Knasti. Und Onkel rennt in der Basis. Aber ich habe jetzt Mr. nur noch Basis. Fünf ich Nahrung, dann bin ich verreckt. Ich bin schon lange wieder auf dem Weg zu euch. Ja, ich muss ja bloß, das freut mich. Das ich muss ja bloß das große Wasser überqueren. Das freut mich. Das gefällt mir. Das große Krabbeln. Na super, du. Blödmann, dich rette ich nicht. Oh, da guck mal, da hüpft der Rivano. Nee, ich was soll ich machen? Ich kann doch nicht mit nichts und wieder hinkommen. Rivano, was bringt denn das? Rivano, wo bist du? Ja, ich hab... Rivano, lauf da wieder, wo du gerade Ich bin vor deinem Fenster gestorben. Ich sehe nicht, das sieht aus, als ob du da liegst. Eben gerade, weil ich... Oh, ich verrecke jetzt, das ist gut. Nein. Weil da liegt mein Stuff da unten, wo du gerade drüber gesprungen bist. Ja, aber da müsst ihr erst mal wieder hinkommen. Ja, war da ja gerade. Ich hoffe, die Idioten, die senden nicht noch mehr so einen Trupp dahin. Ja, doch. Und ich habe ja auch schon wieder ein Gebäude in der Ferne gefunden. Oh mein Gott. Oh, ich werde hier vom Werwolf gelutscht. Geh weg. Töte ihn. Du stirbst langsam, mangels Nahrung. Ess Gift und töte ihn damit. Wärter, Wachmann, hallo. Ich brauche was zu essen. Wärter, Wachmann. Ich werde
Ich werde hier nicht gefüttert. Mr. Hell, ich beschwere mich bei der Gefängnisleitung, ich werde nicht gefüttert. Ich kriege keine Nahrung. Oh, wei, oh, wei. Ich sterbe. Die lassen mich verrecken. Die perfekte Folterkammer. Ja? So. Ja, ja. Gott sei Dank. Mal gucken, wo ich jetzt auftauche, wenn ich bei der Kurrent-Lokation auftauche. Warte mal, ich lache mich kaputt, wenn er jetzt wieder im Knast landet. Ja, ich hoffe nicht. Oh, was bin ich denn jetzt? Lol. Du bist also jetzt bin ich irgendwo außerhalb. Das ist schon mal gut. Und die Drohne! Nein, lauf doch! Naja, aber meine Ressourcen sind da drunten. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich komme doch gerade. Ich bin gerade unterwegs. Ich komme mit 250 Schuss. Ach, der Rivano spawnt. Hey, Gabbers, korrekt. Hallo. Ich komme mit 250 Stück. Drück dich einfach an die Wand, dann sieht dich die Drohne nicht. Gabbers ist raus aus dem Knast. So, mal kurz reingucken. Wie viel brauchen die Drohnen eigentlich Schuss, wisst ihr das? 15 oder so. Ja, nicht viel. Gabbers, komm mal bitte mit, ich möchte dir was zeigen. Ja, Moment. Wir holen erst dein Zeug und dann holen wir meins. Ja, ich muss hier gucken. Ah, da ist schon wieder eine Drohne. Achtung, Drohne. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen sneaky-weaky-like langlaufen. Ja, macht's genau. Okay, drück mich doch nicht weg, bitte. Nee, dann lass uns doch mal jetzt dahinter springen. Aua. Ja, ich warte, bis die Drohne da sich da weggedreht hat. Ich frage mich, was der Kack-Werwolf da will. Was will da ein Werwolf, verdammte Kacke? Ich spring da jetzt rein und... Oh, fuck, da ist ein Turm. So, dann mal gleich mal probieren, wie viel ein Alien braucht, weil hier unten läuft nämlich ein Alien. Oh, was war das denn? Ein Schuss von dem Turm. Das war's mit Rivano. Oh, ich muss aber nachladen. Da ist die Drohne. Mach hier gerade so ein bisschen Sneak-Peek-like. Okay, ich versuche die abzulenken und du kannst reinstürmen. Und ja, kannst die Drohne gerne vom Himmel holen. Ich hab auch ein paar Aliens. Ich kann gar nichts ruhig bleiben. Naja, oh. Jetzt habe ich bestimmt mit dem. Jetzt habe ich bestimmt eine geilere Waffe, oder? Nee, die haben nichts dabei. Aber Medikit. Ja, das haben die wohl. Das haben die wohl. Hm? Wo ist die Drohne hin? Eine Medikatze. Ist ja überhaupt gar nichts in den Frachtcontainern drin. Nee, ich habe alles schon durchsucht. Nur in der Basis unten drin, da wahrscheinlich, weil da sind ganz viele von den Wächtern. Da ist ein freundlichen Wächter, da ist Aliens, so ein Tippi. Die freundlichen Aliens von nebenan. Die freundlichen Aliens von nebenan, genau. Ja. So, wenn wir jetzt erstmal so, dass er uns vielleicht nicht sieht, hier reinhüpfen. Oh, mein Lebensenergie ist verloren. Oh, das ist so schön. So, mein lieber Rucksack. Hast du alles? Nein, ich kann da nicht F drücken. Warum funktioniert das nicht? Kannst du das nehmen? Boah, nee, geht nicht. Oh, komm, nicht verpackt. Ist verpackt. Na, toll. Komm mal mit, Gabbers, wir gehen jetzt rein. In hast die Basis. Du eine Waffe oder so? Nein, die holen wir uns da. Ach, die holen wir uns da. Machen mit den Dinos erstmal ein bisschen Poker und dann läuft das. Vorsicht! Ja, komm mit. Folg mir, ist egal. Ja, wir springen jetzt, komm. Ja, hörst du die Alarmanlage hier rein? Hier ist ein Gang. Ja, warte, da ist. Ich versuch's. So, eine Drohne ist runtergeschossen. Ich warte jetzt, bis die Drohne erstmal hier an mir vorbeigeflogen ist. So. Ja. Zack. So, hochlaufen. Ich bin jetzt oben auf dem Türmchen. Das sieht geil aus hier, diese Mini-Lampen. So, was haben wir denn hier? Oh, da steht einer. 0,01 Lebensenergie, das ist so krass. Da ist der Turm. Zweite Drohne runtergeschossen. Sehr jetzt schön. Kommen diese scheiß Kleider schon wieder mit diesen Aliens drin. Wo musst du denn, wo bist du denn hingelaufen, geflogen? Warne. Runter. Pass auf. Hier, komm mal her, wo bist du? Da. Siehst du nicht? Nee, ich seh dich nicht. Hast du eine Knarre? Nein. Das ist schlecht. Ich hab auch keine. Okay, hier ist auch Munition her. Bei mir ist hier gerade so ein Alien. Komm ich nicht weiter. Oh, die haben Türme. Die haben Türme da unten. Scheiße, die haben mich sofort zerlegt. Die haben was richtige denkst du denn? Die verteilen natürlich ihre Waffen in der Waffenfabrik. Mini-Geschütze haben die. Leck mir am Arsch. Ja. Warum sind die ganzen Frachtcontainer leer? Das kann nicht sein. Ja, was ist das für eine. Ich glaube, die Waffenfabrik wurde erst geleert, als wir hier kamen. Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass die. Ich glaube, die sind ja auch geschützt. Boah, überall sind Geschütze. So, ich bin jetzt voll. Ich glaube nicht, dass ich an meine Waffen nochmal rankomme. Bist voll, sagst du? Voll dabei.
Ich höre den Onkel ballern, das ist schon richtig schön. Das schießt wer, ja. Der Onkel muss mit reinkommen in die Basis. Ah, schießt auf den Turm, der ballert. Ja, der Hauptturm, sehr den, schön. Den kannst du abschießen. Dann ja. Ich nämlich hoch. Oh Gott, hier ist noch eine Pflanze. Was ist hier unten? Oh, what? Nein, das wollte ich gar nicht. So, was haben wir da unten noch? Da unten laufen bestimmt noch irgendwelche Peoples. Ja, rum. Achtung, Onkel, unter dir sind zwei Stück. Hä? Von den Monstern. Ah! Drei sogar. Oh, hier sind noch. Oh, Alter, nein, was ist denn jetzt los? Ich bin jetzt durch die Wand gebackt. Was ist das für eine Scheiße? Nein, bist du jetzt auch im Weltraum, so wie ich, hä? Nein, ich stehe hier in solchen also. Frachtboxen. Onkel, hinter dir ist einer. Ich sehe nichts. Ich bin doch bei dir, ich sehe dich doch. Alter. Hallo, ich lenk weiß den nicht, ab. Hier ist bei mir Wand, ich sehe ja nichts. Siehst du mich nein, nicht? Nein, ich sehe dich, aber ich sehe den nicht. Achso. Weil hier ist bei mir Wand, hier ist bei mir alles Felsen. Antenne ist das. Bist du in der Basis? Da kommt schon wieder ein Verstärkungs- Sag mal, ob ich den treffe, ich sehe den nicht. Ja, lad erstmal nach. Feuer. Ja, hast du den Gassen getötet? Stopp! Weiter rechts ist noch ein Computer mit so einem Laservisier. Mach den mal kaputt. Da ist der schickt immer Verstärkung. Da, wo du bist, schieß mal hin. Schieß mal ein bisschen höher. Stopp. Ja, genau. Ja, weiter. Ich zieh ihn gerade auch, ja. Ja, weiter ja. Drauf. Ja, der kann jetzt keine Verstärkung mehr rufen. Weil den ganzen Kisten ist ja gar nichts. Weißt du, wie die heißen? Krogorm heißen die. Ich brauche jetzt dringend Arznei. Arzt. Ja, die haben ja. Aua! Auf, wo denn? Ich seh nichts! Rechts! Ich geradeaus, seh nichts! Komm mal her, Onkel, komm mal her! Ich seh nichts! Rivane, ich seh nichts! Ja, Feuer! Ich sehe nur eine Dings. Schieß! Ich seh nichts! Wo bist du denn? Schieß, ja, warte, nein! Treff ich den! Stopp! Gib deine Waffe her! Gib deine Waffe her! Ja, gib die Waffe her! Da, links! Seh nichts! Holst du dir die Waffe? Ja, ich bin tot, genau tot. Gabax, nimm sie, er kommt. Ja, wo ist die Muni? Kommt. Ja, die liegt am Boden. Da drin, in dem Koffer. Warte, nachladen. Auch fast tot. Macht nix, töte ihn. Alter! Hier, ich fall wieder runter. Wie viel hält denn der aus? Jetzt geht tot, na endlich. Oh. Er ist tot. Hat er Heilung dabei? Weiß ich nicht. Onkel, hat er dabei gehabt? So, Heilung, hier bitte schön, Rivane, oder? Nee, ich bin fast tot. Nee, der Gabax kann haben. Ich bin halb voll, ich bin ja gestorben. So, Wie schön das jetzt ausgehauen? Müssen wir noch weiter? Ja, ich zeig dir, wo wir hin müssen. Gib mir mal bitte den Dings wenigstens. Hast du jetzt alles genommen oder bloß die Pistole? Nimm das alles auf. Oh. So, wo müssen wir hin? Komm mit. Ich seh nichts, ne? Warte bitte auf mich. Nee, lass nicht auf die ballern. Vielleicht lassen die uns in Ruhe. Die lassen uns nicht in Ruhe. Na doch. Ich sehe nichts, Silvano. Warte. Onkel, du siehst aber mich, siehst du doch, oder? Ja. Jetzt hier hoch. Vorsicht, da ist einer. Bleib weg. Wir müssen auf jeden Fall nach oben, damit der Onkel rauskommt aus dem Loch. Ah, töte ihn. Also ich kann die Dinger und die Bude hier nicht auseinandernehmen. Ja, warte. Level ab. Ja, aber die Türen aber. Alter. Du triffst den gar nicht, ey. Bei mir sind deine Schüsse immer daneben. Echt? Jetzt ist er tot. Stopp. Ja. Spar die Munition. Da ist Munition. Warte, ich geb dir noch Munition da rein, Kabak. Jo. Mhm. Ich hab versehentlich welche genommen. Hast du beide gekillt? Da, bitteschön. Ja, schön. Oh, wie hässlich sehen die Viecher denn aus? Ja, das sind Krogons. Die sehen aus so ein bisschen wie von Alien. Ja. So, wir müssen jetzt hier hoch. Komm mal her. Zu mir. Rivano, und hinter dir, Onkel. Jetzt hoch. Umdrehen. Alter. Andere Seite. Hm. Ja. So, wenn ich dir sag, ich sehe nichts, dann brauchst du hier gar nichts mit zu kommen. Nein, weil Blöd, du in die Richtung gesprungen bist. Deswegen. So, bist jetzt da? Ja. Onkel, komm hoch. Weiter. Nicht schießen, hör auf zu schießen. Ich schieße doch nicht. Doch. So, wo bist du? Genau, du bist richtig. Jetzt gehen wir hier rein. Gabax, wo bist du? Ich bin hier irgendwo drin. Komm mal her. Ach, du bist schon runter. Bist du schon reingefallen? Ich bin schon runter, ja. Onkel, komm mit runter. Hä, wo bist denn du runter? Ich seh dich nicht. Ah, da, okay. Passt. Da ist die Seite, die ist sehr verteidigt. Wir nehmen die andere, komm mit.
Na, ich würde schon gerne bei Gabas bleiben, weil falls der hinfällt, dann haben wir nämlich schon wieder Waffe. Ja, aber. Ja, aber genau, hier ist ja so wenig. Ich hab mich versprochen, entschuldige bitte. Hier ist meine Leiche da unten. Achtung. Oh. Ja, lass. Du als Kugelsieb und ich schieße. Ja, mach, komm. Das ist nur ein Roboter, so ein Computerding. Ja, was denn der? Von hier kannst du drauf schießen, der sieht ihn nicht. Seh ihn nicht. Wow. Alter, das sind ja ganz schön viele. Ja. Wer schießt denn da? Keine Ahnung. Ja, da waren eh. Ah, da ist einer. Ja. Ah, nachladen. Versuch bitte. Genau, stopp. Munition sparen, weil das sind ganz viele von den Türen. Ich guck mal eben runter. Ja. Ein so ein hässlicher Roboterturm. Und da hinten steht auch noch so ein Alien. Was zu holen? Ja, Frage. Keine Ahnung. Zwei, also oder? Meine Werkzeuge. Das sind zwei. Das ist einer hier rechts und einer links. Soll mal lieber auf die andere Seite gehen. Warum? Ja, weil auf der anderen Seite war nur noch einer. Hab ich nur einen gesehen. Boah, noch ein Alien. Dann lass mal lieber auf die andere Seite. Ja, machen wir erstmal Alien kaputt. Aber die andere Seite sehe ich aber nicht. Sehe ich aber nichts. Ja, da war aber. Da ist auf jeden Fall unten irgendwo meine Rüstung noch. Die will ich haben. Und dann sind da Kisten. Vielleicht sind da Waffen drin. Oh, der Gabax ist schon raus. Waffenkammer, von wegen, da ist doch gar nichts hier. Eine Waffe. Ja, die Waffenkammer ist hier unten. Ja, schön. Da ist noch eine, Achtung. Oh! Ey, schieb mich doch nicht runter! Das ist Wahnsinn! Ja, der Onkel, der rastet aus. Alter! Geil! Da hast du richtig gesehen. Hast du gesehen, wie der Gabax in das Maul von dem Zombie gespritzt wurde? Okay, was haben die so? Jetzt lass mich doch hier durch. Lass mich durch. Okay, da ist noch einer. Achtung, ein Typ. Ich hab nur noch 50 Schuss, ne? Ein Alien, ja, ich hoffe, die haben was dabei. Der guckt nicht, den kannst du töten von hinten, ganz locker. Ja, da dreht sich aber um, wenn der wieder anschießt. Nein, nicht unbedingt. Okay. Geh zur Seite, deck dich. Warum schießt der euch nicht an? Ja, weil der ein bisschen verklemmt ist. Der ist verstrahlt. Ah, der hat Munition und Heilung. Ich hoffe, du brauchst Heilung. Ja, sehr sogar. Okay, was ist jetzt hier los? Der macht uns erstmal die... Wow, guck mal, die haben sogar einen Computer, Alter. Wie geil. Wow, das sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. Aber wir sind hier gut, trotzdem falsch. Gut, ich kann nichts machen. Wir müssen... Da hinten, aber Leute, ist was, ich seh was. Wir sind hier ganz schön am Ende des Parts schon, ne? Oh, dann müssen wir beenden. Sagen, ja, Onkel war dran. Ja, ja, Sagen, ja, sind wir hier raus aus der Folge und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin erstmal, ciao. Ciao. Tschüss.